viel Betrieb auf dem Hof der Firma Schwarz Rohstoff GmbH in Oberderdingen bei Bruchsal. LKW nach LKW werden be- und entladen. Der Firmenzweck ist Handel mit Rohstoffen, werthaltigen Metallen. Inzwischen betreiben wir auch Rückbau in großem Stil, baden-württembergweit, über die Grenzen hinaus. Und dafür braucht Axel Schwarz gescheite Fahrzeuge, wie er es in Urbadisch formuliert. Deshalb kommen bei ihm auch nur Scania zum Einsatz. Seit kurzem rollt der fünfte R500 der neuen Scania-Baureihe für sein Unternehmen. Wir haben 15 LKWs, ausschließlich der Marke Scania. Unter denen sind Zweiachser, Dreiachser, Schwerlastzugmaschine, Walking Floor, Absetzer, Zweiachser, Dreiachser. Schnell entschied sich der Firmenchef für die neue Baureihe. Ein Vergleich brachte die Entscheidung. Habe zwei Autos parallel laufen lassen, einen alten V8 mit einem neuen 500er. Habe gemerkt, mit gleicher Ladung, bei gleicher Strecke, dass die Leistung nicht geringer ist. Das bestätigt auch Gerd Bittner, der seit 10 Jahren für das Unternehmen fährt und pro Tag zwischen 300 und 600 Kilometer runterreist. Vorher ist er den V8 gefahren. Es ist halt nur noch ein Sechszylinder, aber zieht genauso gut durch wie mein Vorgänger. Und vom Spritverbrauch um einiges besser. Und lobt direkt im Anschluss auch das Getriebe. Ich finde das Getriebe schaltet schnörkellos. Er kennt ja das, wenn es der Berg runter geht. Und finde ich auch gut, dass es dann der Gang rausschmeißt und einfach nur rollen tut. Für Firmenchef Schwarz, der auch selbst hinter dem Steuer sitzt und als einziger einen weißen Scania fährt, zählen aber vor allem die wirtschaftlichen Vorteile wie Zuverlässigkeit, Spritverbrauch, Wartungskosten und Wiederverkaufswert. Und noch etwas zählt. Durch Scania habe ich immer mal die Möglichkeit, Fahrer zu bekommen, die normalerweise nicht bekommen wird. Gute Fahrer sind auch wirtschaftliche Fahrer und so rechnet sich die Zusammenarbeit mit Scania in jeder Beziehung. Ich bin seit 25 Jahren mit Scania unterwegs. Also es geht nicht, gibt's nicht. Das schafft Vertrauen, das andere Hersteller bei Schwarz bislang nicht erhalten konnten. Ich bin auch zweimal fremdgegangen mit Fremdfahrbekarten. Haben mir jesusmäßig die Finger verbrannt. So bringt es Fahrer Gerd Bittner wohl für die ganze Firma auf den Punkt. Also ich bin zufrieden.